Viele Schüler haben Probleme, Vokale zu hören und dann vergessen sie, sie mitzuschreiben. Was du dagegen tun kannst, erfährst du in diesem Video. Ich arbeite gerne mit Magnettafeln. Habe ich einen neuen Buchstaben eingeführt, dann hänge ich ihn an die Magnettafel dran. Zum Beispiel das A. Oder irgendwann später das E. Ja? Und wenn es ein Vokal ist, tue ich es immer auf diese Seite. Und ist es ein Konsonant, dann auf die andere Seite. Ungefähr so. Und die Vokale sind bei mir Könige. Und ich erkläre, dass es keine Silbe ohne Könige gibt und mache auch vor, wie das ohne klingt. Und als Symbol wähle ich immer eine Krone und die male ich dann auch hier an. Also in etwa so. Gut, und jetzt kann man da alles verschieben. Das heißt, ich sage Ihnen, du kannst eins von der rechten Seite nehmen und eins von der linken Seite. Also jetzt zum Beispiel das S und das A. Und dann sollen sie mir sagen, Sa. Oder ich nehme das A und das M und sie sollen mir sagen, Am. Und nach einer Weile können sie das dann auch in Kleingruppen zusammen machen. Und das fördert unheimlich gut den Leseprozess. Jeder neue Buchstabe wird hinzugefügt, also das heißt, dann sind hier mehr Konsonanten und irgendwann alle Vokale. Und dadurch können auch immer wieder neue Kombinationen möglich sein. Irgendwann, wenn sehr viele Konsonanten schon benutzt wurden, könnten auch alte wieder weggelassen werden. Das ist der eine Punkt. Wenn ich jetzt Arbeitsblätter habe, dann kann ich diese Krone natürlich weiterhin als Symbol benutzen für den Vokal, so wie ihr es hier im Beispiel seht. Und dann gewöhnen Sie sich daran, dass Sie immer diese Vokale auch mitschreiben, weil Sie dann wissen, aha, es braucht in jeder Silbe ein Vokal oder beziehungsweise einen König. Was auch ganz schön ist, ist als Bild in der Klasse, zum Beispiel, wenn ich das Wort Buch habe, dann erhalten drei Personen die jeweiligen Laute, also das B, das U und das Ch, und stellen sich in einer Reihe vor die Tafel. Und die anderen müssen dann entscheiden, welches davon ist der König? Und er bekommt dann eine Papierkrone aufgesetzt. Und so stellen sie sich dann richtig auf, sodass alle das Wort Buch lesen können. Und das kann ich natürlich mit vielen Wörtern machen. Dadurch wird das visuelle Verstehen auch integriert. Und außerdem macht es Spaß und ist sehr bewegungsintensiv. Gut. Ihr hättet gerne mehr Informationen, das heißt, das Video hat euch gefallen. Hier kommt Nachschub, entweder hier oder hier könnt ihr klicken. Oder wenn es euch ganz besonders gut gefallen hat, dann klickt hier. Dann kommt es immer direkt zu euch nach Hause. Ich freue mich!